Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa. Puh, um die Sommerzeit zu genießen, brauche ich eigentlich noch ein kühles Getränk. Mama, hast du einen coolen Drink für mich? Danke, Mama. So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Dann mache ich mir eben selber meine coolen Togo-Sommergetränke. Ich habe jetzt richtig Durst, aber was mache ich mir als erstes? Genau, selbstgemachte Limonade. Aber keine normale, sondern blaue Wusel-Limonade. Und dazu braucht ihr heute Folgendes. Ein Glas, blaue Lebensmittelfarbe, Zucker, Kirschen, eine Mango und eine Zitrone, Orangensaft, roten Sirup, Sprudelwasser, Vanilleeis und Eiswürfel. Wir brauchen den Saft von der Zitrone. Kleiner Tipp, wenn ihr mit einem Holzspieß durch das untere Ende der Zitrone ein Loch einstecht, dann könnt ihr die Zitrone einfach ausdrücken. Zum Zitronensaft kommen noch 2 Teelöffel Zucker und blaue Lebensmittelfarbe. Das rührt ihr nun so lange zusammen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann schüttet ihr noch Sprudelwasser dazu und rührt nochmal um. Nehmt euch nun ein Glas und befüllt es abwechselnd mit Eiswürfeln und Kirschen. Ich habe eingelegte Kirschen aus dem Glas genommen. Dann schüttet ihr die blaue Limonade dazu und fertig ist euer Wuselgetränk. Selbstgemachte Wusellimonade und die ist echt erfrischend. Aber jetzt habe ich Lust auf Eis. Ihr kennt sicherlich Eisschokolade, aber kennt ihr auch einen Eissaft Pikachu? Den machen wir jetzt und ich freue mich richtig drauf. Los geht's! Füllt euer Glas mit zerstoßenem Eis. Darauf schüttet ihr Orangensaft. Mit Hilfe eines Holzspießes drückt ihr 2 Kirschen den Rand hinunter, sodass sie wie 2 Pikachu-Wangen aussehen. Obendrauf kommt eine Kugel Vanilleeis. Aus einer Mangoscheibe könnt ihr euch noch 2 Pikachu-Ohren zuschneiden. Dazu schneidet ihr ein Ende spitz zu und das andere Ende lasst ihr gerade. Denn da schneiden wir jeweils einen Schlitz hinein. Damit könnt ihr die Mangoscheibe auf den Glasrand ganz einfach aufstecken. Fertig ist euer Eissaft-Pikachu! Wenn das Vanilleeis schmilzt und sich mit dem Orangensaft vermischt, dann schmeckt es noch leckerer. Ihr könnt euch auch ein Poppy-Getränk machen mit Traubensaft und Erdbeereis. Ich habe auch noch mal ein paar bunte Streusel draufgegeben. Wenn ihr es bunt mögt, dann mögt ihr vielleicht auch das nächste Getränk, einen trolligen Regenbogen im Glas. Nehmt euch am besten ein längliches Glas. Dann füllt ihr zuerst roten Sirup hinein. Ich habe hier Erdbeersirup genommen. Als nächstes kommt Orangensaft. Den müsst ihr vorsichtig mit Hilfe eines Löffels einfüllen, damit sich der Sirup nicht so stark mit dem Orangensaft mischt. Der Sirup ist schwerer als der Saft, deswegen bleibt er unten im Glas. Als nächstes nehmt ihr euch Zitronenlimonade und färbt sie blau. Ihr könnt aber auch wieder die Wusellimonade machen. Wenn ihr es nicht so süß mögt, dann könnt ihr auch Sprudelwasser blau einfärben. Rührt nicht so stark um, damit wir nicht so viel Kohlensäure verlieren. Denn durch die Kohlensäure bleibt die Limonade über dem Orangensaft und sinkt nicht nach unten. Zum Einfüllen nehmt ihr euch wieder den Löffel zur Hilfe und achtet darauf, dass ihr ganz langsam eingießt. Ich nehme mir noch ein Melonenstück, schneide einen Schlitz ein und streue noch bunte Perlen darauf. Das wird die Dekoration für meinen Regenbogendrink. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die coolen Togo-Sommergetränke für euer sommerliches Wochenende nachzumachen, dann findet ihr eine genaue Anleitung auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Togo-Show-Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Macht's gut!